Wieder bei Madden NFL Football. Wir sind zurück im nächsten Solo Battle. Es geht gegen das Madden Legends Team. Wir spielen auswärts im Levi's Stadium in San Francisco. Und da ist der Kick aufgenommen von Sanders an der 4-Yard-Linie. Wir laufen rüber über die linke Seite. Schöner Spin-Move. Der ist immer noch auf den Beinen. Jetzt haben sie ihn erst an der 39-Yard-Linie. Erster Versuch und 10 für meine Cowboys. So, auch hier natürlich erstmal versuchen, das Laufspiel zu etablieren. Eddie George über die linke Seite. Hat da eine schöne Lücke. Ball kommt bis an die 45-Yard-Linie, 2. und 4. Aber das sah sehr gut aus. So, jetzt testen wir auch mal die Mitte an, wie es damit aussieht. 2. und 4. Ezekiel Elliott durch die Mitte. Oh, sehr schöne Lücke. Neues First Down an der 43-Yard-Linie. Jetzt das Legends-Team. Erster und 10. So. Erster Passversuch. Play-Action-Fake. Das heißt, ich schicke meine beiden Titans nach vorne. Jarwin und Sharp. Cooper ist so meine Sicherungsoption, falls beide Titans gedeckt sein sollten. Ja, das sind sie leider. Und ich bin gesackt, weil ich mich nicht entscheiden konnte, ob ich schon auf Cooper werfe. Großer Raumverlust, 2019 damit. Jetzt müssen wir uns natürlich ein bisschen was einfallen lassen. Da haben wir uns gerade nett mit rumbekleckert bei der Nummer. So, wir laufen erstmal über die Außen, um ein paar Yards zu machen. Geht über Eddie George. Aber wir laufen über die linke Seite. Oh, das war keine gute Entscheidung. Not a good decision. Dritter und 23. Das Legends-Team zeigt mir hier gerade meine Offense-Grenzen auf. So, wir schauen mal. Amari Cooper ist ein bisschen schneller. Ich probiere hauptsächlich die Mitte zu attackieren. Jetzt mit Sharp und mit Terrell Owens. Achte aber natürlich darauf, ob mein Amari Cooper ein 1 gegen 1 hat. Das hat er. Und der hat den Ball. One-Hand-Catch. Und der ist in der Endzone. Touchdown Cowboys. Amari Cooper mit einem Wahnsinns-Play gegen Sanders. 56 Yards. Dieser Touchdown-Pass. Oh, der ist mal komplett verzogen. Meine Güte, wo waren wir? Der war mal geistig mal wieder am Feiern. PET verschossen. Das ist... Ah. Das passiert mir nach dem ersten Touchdown in einem Spiel mittlerweile so häufig. Da könnte ich das kalte Brechen bekommen. So, der Kick ist unterwegs. Bis an die 5-Yard-Linie. Return läuft und endet an der 25. Erster Versuch und 10. So, wir stellen unsere Defense ein. Wen haben wir denn da als Quarterback? Ist das wieder Carson Wentz? Der hat auch heute ein Abo hier bei mir. Erster und 10. Und bums. Shinobi Awuzie. Direkt mal mit dem ersten Sack. Und das für 20 Yards Raumverlust läuft. So. Ball ist an der eigenen 15-Yard-Linie. Wir machen natürlich weiter Druck. Vollständiger Pass. Da hat, glaube ich, der Receiver nicht wirklich mit gerechnet, dass er den Ball bekommt. 5 Yards Raumgewinn heißt 3. und 15. Das ist direkt mal eine ziemlich brenzliche Situation, die das Legends-Team hier hat. Vollständiger Pass. Oh, starkes Play vom Receiver. Nicht zu tackeln. First down, Madden Legends. Oh, den Mann kenne ich doch, Terrell Owens. Erster Versuch und 10, aber das war gleichzeitig auch der letzte Spielzug schon im ersten Quarter. Kyle Shanahan, der Coach. Erster und 10 an der 39-Yard-Linie. Da hat das Timing nicht gestimmt, Gott sei Dank. 2. und 10. War aber auch ein ziemlich riskanter Pass, weil da waren auch genügend Verteidiger da, also... Frei wäre da ein Receiver auf gar keinen Fall gewesen. Zweiter Versuch und 10.
Das ist unfassbar. Der Ball ist auf, glaube ich, den Oberschenkel des Receivers gedroppt und von da dann in seine Hände. Unfassbare Reception. Erster und 10 an der 36-Yard-Linie. Unglaubliches Play. Laufspiel. Boah, da hat er mich aber mal gut gefaked. Walter Payton. 9 Yards Raumgewinn, 2. und 1. Das Legends-Team legt hier einen richtig guten Drive hin. 2. und 1. Wir nähern uns dem 2-Minute-Warning in der ersten Halbzeit. Und das war wieder ein ganz übler Sack, den Wentz da kassiert hat. 3. und 10 damit. Ball ist an der 36-Yard-Linie. Das ist für einen Field-Goal-Versuch verdammt lang. Da müssen sie wirklich, sind das jetzt noch ein paar Yards nach vorne kommen, damit sie hier punkten. Das gelingt nicht, ganz im Gegenteil. Der nächste Sack von dem Marcus Lawrence. Und das ist ein 4. Versuch und 20. So, ich schicke meine Safe-Mannschaft aufs Feld, da retournieren werde ich hier eh nicht können. Ja, so ist es. Der Ball geht ins Aus. Und zwar an der 15-Yard-Linie. 1. Versuch und 10 für meine Cowboys. Aber keine Punkte für das Legends-Team. Ich würde mich deutlich besser fühlen, wenn wir nochmal punkten würden. So eine 6-0-Führung ist sehr trügerisch, wenn eine 6-Punkte-Führung. Einfach ein Touchdown, man bumpt mal schon, liegt man wieder hinten. Sharp und neben meiner Anspielstation. Wir attackieren die Mitte. Hier auf den Fullback. Kann den Ball gerade noch fangen. 2. und 6. Ich nehme mal den Tight End Drive. Achte auch hier wieder auf Amari Cooper. Es ist nur ein Safety hinten, ansonsten Jarwin ist meine Sicherungsoption. Ich habe mich aber gerade zurückgerufen. Ich versuche wirklich auf Amari Cooper zu gehen mit einem langen Pass. Und den hat er, den hat er, den hat er. Wahnsinn. Der pickt hier einen langen Ball nach dem anderen runter an der 21-Yard-Linie. 1. Versuch und 10 damit. Da können wir auf jeden Fall nochmal versuchen zu punkten. So, wieder der Texas-Spielzug. 1. Versuch und 10. Wir gehen mit Sharp über die Mitte. Das sieht sehr, sehr gut aus. Wenn wir genügend Zeit haben. Oh, aber da gehen zwei mit. Aber der Fullback bleibt alleine. Der macht den Ball. Macht den Catch an der 13-Yard-Linie. So, Play-Action-Slide. Sharp und Terrell Owens sind meine Anspielstationen. Und ab. 12:0 die Führung. So, Freunde, nein, nix. Wir machen jetzt eine Two-Point-Conversion. Dann kriege ich da solche Spielzüge, Freunde. So, ich nehme den Stick. Amari Cooper, meine Hauptanspielstation. Ich schaue aber auch, was Sharp macht. Halt mir die Option offen, aber auch selbst zu laufen. Nein, da ist Cooper so frei. So, jetzt haben wir den verschossenen PET ausgeglichen. Es steht 14:0. Gibt noch einmal einen Kickoff. Das Legends Team meldet von uns den Ball knapp hinter der Goal Line. Und der Return endet an der 26-Yard-Linie. 9 Sekunden bleiben noch auf der Uhr. Und wir werden Carson Wentz auch 90 Runden vor dem Ende immer noch versuchen, mit unserer D-Line zu jagen. 1. und 10. Laufspiel. Also kein Risiko mehr. War der letzte Spielzug in der ersten Halbzeit. So, und damit gehen wir rüber in die zweite Halbzeit. Weil das lief hier alles bis dato sehr sicher. Werfen wir mal einen kurzen Blick auf das Scoreboard. Ich würde mal sagen, eindeutige Nummer, aber vor allem wenig Rushing Game. Und das klappt mit Amari Cooper so gut. Der hat da so einen wunderbaren Vorteil auf der rechten Seite, auf der linken Seite. Das werde ich weitlich weiter ausnutzen. So, wir öffnen per Kick auf die zweite Halbzeit. Das heißt, das Legend-Team kommt gleich mit der Offense zuerst. Deswegen waren diese Punkte so wahnsinnig wichtig, damit wir hier nicht in den Rückstand geraten. 1. und 10 an der 29-Yard-Linie.
So, wieder setzen wir Rams unter Druck. Wir blitzen wieder. Laufspiel durch die Mitte. Walter Payton. 4 Yards Raumgewinn heißt 2006. Wieder ein Lauf durch die Mitte. Aber kein First Down. Jeff Heath war da, hat aufgepasst. 3. und 4. Jetzt müssen sie eigentlich werfen. Also beim 3. und 4 kannst du nicht mehr unbedingt auf einen Lauf setzen, wenn du davor bei den beiden Versuchen zusammen 6 Yards gemacht hast. Das ist ein Screen. Der kommt an, aber die Marcus-Wehr hat aufgepasst. 3 and out. Das Legends Teams muss direkt wieder punten. Sanders nimmt den Ball auf an der 15-Yard-Linie. Wir laufen rüber über die rechte Seite. Schöner Spin-Move. Oh, da hat er 2 Mann aussteigen lassen. Jetzt ist es ein Foot Race. Das ist ein Punt-Return-Touchdown durch Deion Sanders. Der hat dem Legends Team mal richtig wehgetan. So, der PT diesmal auch souverän durch. 21 zu 0 damit die Führung. Das sieht doch schon alles sehr, sehr gut aus. So, der Kick ist jetzt unterwegs. Aufgenommen an der 1-Yard-Linie. Return endet an der 26. Erster Versuch und 10. So, wir blitzen mit beiden Safeties. Ich versuche also den End aus dem Weg zu blocken, damit in dem Fall hier Jeff Heath durch kann Richtung Quarterback / Running Back. Boah, starker Pass von Wentz. Und das war ein Catch. Erster und 10 an der 42-Yard-Linie. Laufspiel über die Seite. Oh, starkes Play von Payton, der da erstmal gewartet hat, wohin sich die Verteidigung orientiert. Piaz Raumgewinn, 2. und 6. Wieder ein Lauf von Walter Payton. Xavier Woods passt gut auf. 3. und 3 an der 48-Yard-Linie. Ein vollständiger Pass, das ist ein neues First Down. Schritt für Schritt. Also sie brauchen wirklich immer so im 3. Versuch holen sie ihr First Down, aber sie bewegen den Ball und darauf kommt es ja an. Erster Versuch und 10. Wir nähern uns dem Ende des 3. Quarters. Boah, die Marcus-Wehr ist... Entschuldigung, das war, glaube ich, Shinobi Arusi. Der war da so schnell. Das war's. Wir gehen jetzt Schlussviertel hinein. Es steht 21 zu 0. Es gibt einen zweiten Versuch und 2 für das Legends-Team an der 39-Yard-Linie. So, der Ball ist an der 42. 3. Versuch und 5. Vierter Versuch und 5. Ball ist an der 42-Yard-Linie. Vollständiger Pass. Diesen 4. Versuch erfolgreich in einen neuen First Down verwandelt. Das ist ein Elending. Erster Versuch und 10 an der 32-Yard-Linie. Wir nähern uns schon dem Two-Minute-Warning. Das ist Wahnsinn, wie lange dieser Drive schon dauert. Meine Offense war nicht einmal auf dem Feld in der 2. Halbzeit bis dato. Incomplete Pass.
Ryan Shazier mit seinem harten Hit kann hier die Completion verhindern. 2:10, 8 Sekunden vor dem 2-Minute-Warning. Vollständiger Pass von Carsten Wentz, 3. und 6 damit. Wir sind in den letzten 2 Minuten des Spiels angekommen. Boah, viel Druck auf Wentz, aber der bringt den Ball an Jeffy direkt mit dem Tackle. 4. Versuch und 4. Wieder versuchen sie natürlich diesen 4. Versuch auszuspielen. Und das gelingt. Das ist ein Touchdown für das Legends Team. Antonio Brown kommt da durch, weil mein Verteidiger Sanders war es, der hat dazu sehr auf die Interception gelauert. Tja, aber Antonio Brown hat den Ball gefangen und nicht der Verteidiger. Dadurch Touchdown Legends Team. Sie verkürzen auf 21 zu 7. Jetzt mit Sicherheit natürlich den Onside-Kick probieren. Ja, genau so ist es. Sehr ungewohnt, da der Kicker ein Linksfuß ist. Davon lässt sich aber Shannon Sharp nicht irritieren. Er sichert den Ball, mein Hands-Team also erfolgreich. First and 10 an der 44-Yard-Linie. So, beide Teams haben noch 3 Auszeiten. Also das Ding ist noch nicht durch. Wir haben hier nur eine 14-Punkte-Führung. Jetzt sicher, dass hier super spannend wird, aber wir müssen noch ein bisschen was tun. Eddie George läuft über die Außen. Schöner Spin-Move. Bringt den Ball bis an die 39-Yard-Linie. Erstes Timeout des Legends-Team. So, 2. und 4. Wir passen. Gehen über die Mitte, über Sharp, über Neal. Und da ist Sharp frei. Da hat er den Ball. Wird getackelt an der 18-Yard-Linie. Das heißt, wir sind in der Red Zone des Legends Team. So, Play Action Slide. Owens und Sharp sind meine Anspielstationen. Schauen wir mal an, wie sich der Safety dahinter verhält. Ja, der geht mit nach hinten. Wir gehen auf Shannon Sharp und der ist in der Endzone. Touchdown Cowboys. So, der PET ist unterwegs, der ist auch gut. Da haben wir unsere 21-Punkte-Führung wieder, 28 zu 7. Das ging deutlich schneller, wenn man recht sein kann. So, der Kick ist unterwegs, geht bis an die 1-Yard-Linie. Wollen wir mal schauen, ob das Legends-Team nochmal in der Lage ist, so einen schönen Drive hinzulegen. Leighton Vander Esch vollendet hier. 1. und 10 an der 27-Yard-Linie. Vollständiger Pass. Das sind immer diese kurzen kleinen Bälle, aber die kommen sehr gut an. Das macht das Legends-Team eigentlich sehr gut. Das Problem ist nur, der Punkterückstand ist zu hoch. Sie müssen eigentlich weiterwerfen. Und das tun sie nicht. Langer Ball. Oh, und wieder eine tolle Completion. Wieder sieht mein Verteidiger da mal richtig schlecht aus. Ball ist an der 34-Yard-Linie. Neuer 1. Versuch und 10. Also wir haben hier schon mächtig Yards schlucken müssen in dem Spiel, muss man auch sagen. So, das Legends-Team spiked den Ball, hält damit die Uhr an, aber verliert auch einen Down. Heißt, die haben sofort jetzt einen 2. Versuch und 10. Ball ist an der 34-Yard-Linie. Ist eine Interception durch Sean Lee, wenn ich das richtig gesehen habe, ja. An der 36-Yard-Linie kommt meine Offense wieder aufs Feld. So, wir drücken Eddie George den Ball in die Hand, laufen über die rechte Seite. Kommen nicht in den Spin-Move hinein. 2. und 9. Legend Team nimmt jetzt auch ihre verbliebene Auszeit nicht mehr. Die wissen, glaube ich, auch, der Drops ist hier gelutscht. Eddie George läuft über die linke Seite.
schöne Blocks. Noch kein First Down. Ball ist an der 46-Yard-Linie, Third and Inches. So, geht über die Außen. Wir laufen aber über die linke Seite. Wir switchen da noch einmal um. Haben jetzt das First Down. Und Eddie George kommt nochmal bis an die 44-Yard-Linie. Ich glaube, das war's. Ich glaube, ich habe noch mal einen Spielzug hinbekommen. Nein, kriegen wir nicht mehr. Das war's. 28:7 schlagen wir das Madden Legends Team. Madden Legends Team. Geiler Zungenbrecher. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.